So, und da sind wir auch schon wieder in der nächsten Folge Let's Play Minecraft. Und ihr seht, es regnet schon wieder wie Sau und wir sind hier oben. Es war natürlich schlau, erstmal sofort mit Holz hochzuhacken. Aber naja. Wie man ja schon ziemlich gut auf der Karte sehen kann, ist der ja eigentlich Wasser. Also, vielleicht geht's tierisch in die Hose, vielleicht... aber auch nicht. Ich probiere es einfach mal und mache ein Geronimo Jump. Aber nö, das Wasser sieht eigentlich ziemlich gut aus. Hoffentlich lande ich auch mittig. Und pam. Überlebt. Wobei es eigentlich, naja, von der Logik her nicht richtig war, aber nö. Also, wir haben nämlich erstmal einiges vergessen, aber auch wir müssen für diesen Bau noch etwas ausstatten. Und ihr merkt schon, keine übliche Runde wie sonst. Ich zock gerade mal, weiß ich nicht, einen guten Tag. Ach, da hätte ich das craften können, ne? Einen guten Tag nach der letzten Folge. Also nach der letzten Folge, als ich die aufgenommen habe. Von daher geht das so. Also, wir gehen einmal wieder zurück durch den Tunnel. Und werden noch ein paar Sachen holen. Aber wie gesagt, wo ist denn der Tunnel? Ist er das oder ist er... Ja. Ja, danach... Ja, grölt mir nicht ins Ohr, Mann. Wo ist er denn? Ach, da. Och, hier liegen ja noch ein paar Nitro-Brocken. So. Hier wieder so ein fetter Lavastrom. So. Oha. Also nach Hause. Tralali und tralala. So, wir brauchen einige Sachen. Der Zombie-Pigman ist weg. Wir brauchen einiges und draußen riecht es immer noch. Das... Weiß ich auch nicht. Ja, nee, das. Weiß ich auch nicht, ob das so gut aussieht. Muss ich auch nicht meckern. Wie sieht das eigentlich aus mit dem Feld? Dank dem neuen Update gibt es ja jetzt das Trichtersystem und so. Naja, das muss ich mir noch anschauen. Aber da können wir eigentlich auch noch viel mitmachen. Und wir brauchen etwas. Und zwar das nochmal. Dann packen wir den Glowstone hier mal rein. Den Netarek packen wir hier mal rein. Die Pilze packen wir hier mal rein. Und... Genau, wo ist sie denn? Hatten wir die in die Werkzeugkiste gepackt? Nein. Ah ja, hier. Unsere Effizienzspitzhacke, denn die brauchen wir. Wir brauchen nämlich noch etwas Lava. Nee, eigentlich nicht. Wir brauchen etwas Obsidian. Und... Es gibt ja so einen guten Trick, dass man einfach mal ein Portal auseinander nimmt und man hat es wieder. Also das nehmen wir natürlich nicht auseinander. Aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich jetzt vorhabe. Weil es draußen schon wieder dunkel wird, wir hätten pennen gehen sollen. Eigentlich Rain. Nee, wir brauchen noch was. Wir brauchen... Crafting Table. Nee, das können wir vor Ort basteln. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel... Das ist immer noch da. Zu viel Zeit verschwenden. Denn... Hier. Ui. Ja, das war jetzt Effizienzspitzhacke, hat man gesehen, wie schnell die reinhaut. Denn wir haben, wie gesagt, eine Menge vor. Wie sieht das eigentlich aus mit Effizienzspitzhacke? Jo, das geht um einiges schneller. Und so kann man eigentlich extrem fix leveln und gleichzeitig schöne Dinge sammeln. Ah, freut mich eigentlich. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet von Level 30, eine Verzauberung, als Effizienz 4 nur. Aber naja, was soll man tun? So, und wieder zurück ins Unbekannte. Und zuallererst schnappen wir uns den hier. Was um einiges schneller geht jetzt. Um
einiges. So, ein kleiner... Naja, Cheat war es nicht, aber ein kleiner Trick. Und der nächste ebenso. Boah, wenn man nicht mal überlegt, wie lange wir gebraucht haben, um das Start-Obsidian abzubauen. Und dann geht das hier mal ganz fix. Wobei, nee, jetzt haben wir ja nicht 10, das reicht. Ein Feuerzeug haben wir noch mit. Okay, dann packen wir jetzt erstmal das Crafting-Table einfach mal hier hin. Stumpf und... Hey, wie viel brauchen wir? Da oben war es, glaube ich, 250 und etwas. Das heißt, wir brauchen gut 180... Nee, 250, doch 180. 180 Leitern. Da brauchen wir erstmal eine Menge Stickies für. Brauchen wir erstmal alles Holz, was wir so haben, und gucken erstmal, wie viele Leitern wir daraus machen können. Sollten eigentlich schon ein paar werden. Ah, naja, gut. So, dann noch hier die 14 und die 8. Jetzt haben wir schon 80. Was hatte ich gesagt? 100, 180, ne? Ja, das, da fehlt noch etwas. Aber wem sage ich das? Ihr merkt es ja auch. So. Konzentrierte Bauruine. Nee, Bau. So, das sind... 120, 170, 100... Ja, genau, 180. Perfekt. Ich will mich da jetzt nicht unter Vers zum Fenster lehnen, aber ich glaube, das sind genau 180. Ja, den untersten hätten wir uns eh sparen können. Wir machen es mal aus Glück. Und latschen mal nach oben. Ja, und sonst so? Warte mal. Nee, ich dachte schon. Ach ja, wegen den Zombie-Pigmen hätte ich jetzt auch drauf kommen können. Ja, wie sieht's aus? Also, wer mal kurz durchrechnen? Nee, eigentlich kann ich es ja sagen. Ich wünsche erstmal nachträglich frohe Ostern. Ich nehme gerade an Ostern auf, müsst ihr wissen. Also gerade heute am Ostersonntag. Eigentlich peinlich, dass ich das, also eigentlich doof, dass ich das sage. Weil ich ein bisschen im Rückstand bin, auch doof, dass ich das sage. Aber ja, naja. Jetzt wisst ihr es, ich bin im Rückstand und ich lehne an Ostern aus, auf. Und wir neigen uns ja bald schon den 100 Folgen. Da freue ich mich schon super drauf. Und bin auch richtig gespannt, was wir da noch an Events oder so, was ich da noch an Events noch überlege. Ich habe mir schon was Cooles überlegt. Ob, ja gut, ich habe mir was Lustiges überlegt, ob das auch so gut ja, einkettet, weiß ich nicht. Mal gucken. Und beinahe perfekt nach oben gelangt. Aber jetzt ist die Frage eigentlich, wie hoch wollten wir das eigentlich machen? Ich gehe jetzt mal mit Erde hoch. Also bis hierhin geht das. So, jetzt mal kurz überlegen. Das wäre das Oberste. Für die, ich kann es jetzt sagen, für die Monsterfalle, alias XP-Farm. Wer noch nicht drauf gekommen ist, brauchen wir erstmal... Also hier können wir nicht drauf bauen. Das heißt, hier kommt die Fackelausleuchtung. Ich weiß nicht, ob jetzt, wenn ihr nichts mehr bauen kann, ob die trotzdem noch spawnen ganz oben. Bin ich mir nicht sicher, deswegen gehe ich mal auf Nummer sicher und lege hier dann eine Riege Fackeln. Das heißt, das ist Dach. Dann zwei zum Spawnen. Und dann der Boden, das heißt 4. Mit einem Wassergraben 5. Mit dem zweiten Wassergraben 6. Das heißt 6. Dann fallen die nochmal runter etwas. Ich würde mal sagen so 8. Dann werden sie abgefangen, durchgetragen. Das heißt, sie gehen wieder hoch. Das heißt wiederum, dass wir etwa 30 Felder nochmal runtergehen müssen. 2, 3, 4,
6, 7, 8, wir machen es mal bis 102, bis 222. Oder nee, bis 200. Warte. Obwohl, nee, das ist der höchste Punkt. Die Spawning-Etagen sind es gar nicht der höchste Punkt. Ja, 222, dann haben wir wenigstens eine lustige Zahl. So, und dorthin gucken wir. Jetzt muss ich kurz gucken, Steuerung. Das heißt, wir machen das mal so. Den reißen wir nachher ab, das wisst ihr ja eh. Hoffe ich zumindest. Das heißt, ich muss die Orientierung nicht verlieren. So, Steuerung ist gedrückt, Steuerung ist gedrückt. Dann machen wir hier einen hin. Und hier. So. Ah, ich hab schon wieder was vergessen. Dann. Überlegen. Dann kommt Erde. Steuerung ist wieder gedrückt. Ich habe hier Schiss. Achso, ich drücke auf Caps Lock, nicht auf A. So. ERD. Und ERD. So, dann 1, 2, 3. Reframes. Na komm. Ja, toll, hätte ich mir jetzt. Naja. 2, 3. Zack. Ach nee, da hätte ich ja gar nicht brauchen. Brauche ich eigentlich nur hier. So, und dann können wir die Erde wieder wegruppen. Und bloß hier landen. So, dann wäre das schon mal geschafft und jetzt kommt das Holz dran. Sehr heikle Angelegenheit. Dingens habe ich gedrückt. Zack. Zack. Nein, da wollte ich gar nicht. Die Erde lassen wir da einfach, die sieht man ja nicht. So, und jetzt haben wir zumindest mal eine heitere Plattform, eine heikle Plattform. Eine heitere ist es noch nicht. So, hier noch, hier noch. Hier. Zack. Zack. So. Dort. Jetzt bin ich kurz ja ein bisschen still, weil ich muss überlegen. Es wird ja auch eine sehr frigide Sache hier. So, und jetzt hauen wir mal die ersten vier Holzstacks drauf. Dann wollen wir nochmal schauen. Wir müssen etwa, wenn hier dann die Wand hinkommt, dann wäre das das erste. So, 1, 2, 3, 4. 2, dann machen wir mal. Ne, 3 sind das ja jetzt. 4. So, 4. Dann die mittlere 5. Ich habe mir das alles eigentlich schon ein bisschen zurecht überlegt. Ich muss das jetzt nur noch eben in die Tat umsetzen. Und das ist jetzt das Rückliege. Wir waren das jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt noch 3. Plus Wand, also noch 4. Ach, warte. Also hier kommt Wand hin. Dann kann ich das also schon mal. Nee, von hier aus muss ich hier runter. Das heißt. Und den, so. Dann gehen wir hier runter, werden das dann irgendwann dezimieren. Beziehungsweise irgendwann, bald gleich, eigentlich schon. Und ja, dann ist das hier Nummer 1, 2, 3, 4.